Hey, hey, liebe Freunde der gut gepflegten Paradox-Strategiespiele-Kultur, ja? Erstmal, es tut mir so wahnsinnig leid, dass jetzt lange, lange nichts kam. Also anderthalb Monate wahrscheinlich, wenn nicht sogar 2 Monate. Es hang viel damit zusammen, dass ich selber einige Termine hatte. Ich war im Urlaub, ich war auf Konzert, ich war aber auch viel krank. Ich musste viel arbeiten. Und deswegen konnte ich auch leider bei Game of Gods die 2 Sessions nicht dabei sein. Dafür habe ich eine Vertretung gefunden, und zwar den guten Rusty Joe. Und ich denke, finde auch, er hat mich gut vertreten. Und die Sache ist, Rusty hat auch für mich einiges aufgenommen, aber bisher gab es aufgrund obligatorischer Sachen, also er hat super viel zu tun, das möchte ich auch respektieren und einfach nicht zu viel nerven und irgendwie abfacken oder so, habe ich nur einige Schnipsel bekommen von den Aufnahmen von den beiden Sessions. Jetzt ist aber soweit, ich habe selbst schon wieder 2 Sessions selber mitgespielt und da quasi auch die Videoreihe schon fertig gemacht, und die möchte ich jetzt langsam hochladen, weil jetzt ja echt lange nichts kam und es liegt immer mehr auf meinem Rechner rum und ich habe so eine innere Unruhe, wenn es einfach nicht weitergeht. Ich möchte ja auch dieses Projekt am Laufen halten, am Leben halten, auch den YouTube-Account. Ne, die Leute, die jetzt vielleicht treu dabei waren, die sind jetzt vielleicht ein bisschen bitter enttäuscht. Warum geht's nicht weiter? Genau, dass es jetzt endlich weitergeht. Das heißt, was wird nun passieren? Ich werde quasi nach dieser kurzen Intro-Szene hier, werden die ersten Videos wieder hochgeladen, und zwar mit dem Gameplay von Rusty, was er ja aufgenommen hat und mir geschickt hat. Und danach geht es wieder ganz regulär weiter, wie auch in den vorhergehenden Videos. Das heißt, aufgrund dessen, dass mich nicht alle Dateien erreicht haben, die Rusty aufgenommen hat, werde ich jetzt, wie gesagt, nur einige Schnipsel zeigen können. Das ist nun mal so, dass es jetzt, also dumm gelaufen würde ich nicht mal sagen. Es ist halt einfach ein bisschen obligatorisch, ein bisschen schwierig gewesen mit der Größe der Dateien. Und wir haben uns echt überlegt, machen wir das mit einem USB-Stick und schicken das irgendwie per Post oder so. Aber es hat alles nicht so gut funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Und jetzt ist irgendwann der Moment dann auch, wo ich diese Videoreihe einfach fortführen möchte. Deswegen trotzdem nochmal vielen, vielen lieben Dank, Rusty. Also, dass du mich vertreten hast. Vielen lieben Dank dafür. Das ist, wie ich finde, nicht unbedingt selbstverständlich, auch mit den Aufnahmen und so weiter. Für die Zuschauer ist jetzt wichtig, dass, wie gesagt, auch einiges fehlen wird. Ne? Dass hier und da, ich glaube mal, 20 Jahre oder 30 Jahre fehlen werden, fast, also eine ganze Session quasi fehlt. Aber ich versuche, das Beste daraus zu machen und dass ihr zumindest noch einige Eindrücke bekommt, was ja passiert ist in der Zeit, in der ich nicht da war, und vielleicht ein bisschen besser verstehen könnt, warum dann vielleicht in den darauf folgenden Videos das passiert, was eben passiert, ja, auch vom Roleplay-Technischen her und so weiter. Ne? Insofern, es geht jetzt weiter, und zwar mit Game of Gods, und zwar mit der Vertretung von Rusty. Vielen lieben Dank, und wir sehen uns dann in den nächsten Sessions wieder. Dankeschön. Ja. Da sind wir wieder. Viel ist nicht passiert. Eine Reformation, deswegen ist es wieder abgestürzt. Echt? Genau. Wer hat denn reformiert? Keine Ahnung, das kriegt man gar nicht mit, oder? Kriegt man da auch eigentlich eine Info? Nein. Ja, normalerweise, ja. Ich hab das Event gekriegt und danach bin ich. Wupp! Vielleicht hätte ich nicht draufklicken sollen, sondern erstmal ein Weilchen warten. Vielleicht hätte es was gebracht. Wahrscheinlich jetzt auch nichts gebracht. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Und es war nicht viel Interessantes. Es war einfach nur, Marley hat sich nicht vergrößert. Es waren dementsprechende Kriege am Start. Aber nie bei uns. Es wurde einfach nur Diplomatie geführt mit den Abbasiden. Und Geld verdient. Ich habe eine Katze bekommen. Jetzt kann man mal so ein Resümee ziehen und sagen, es ist wieder mal eine Pause. Und falscher Song, sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist wahr. Eigentlich. Wenn wir noch ein Weilchen leben, wenn wir rattenfrei bekommen. Das triggert aber erst nach ein paar Jahren. Das ging auch nicht mehr bald. Aus der Afrika. Euch? Das ist genau der richtige. Ja. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen besseren. Mm
Es gibt noch einen, glaube ich. Als damals WM war in Afrika, da gab es doch auch. Oh, Afrika. Ach, Von der ja. Shakira oder so. Ja, von Shakira. Oh, das brauchen wir ja nicht. Nee, lieber Toto. Das. Ja. Es ist besser auch als das von Ding. Aber gut, es gibt ja. Aber die Songs von Civ 6 sind auch ganz gut, aber leider nicht so. Nicht so, dass man da irgendwie singen könnte. Ja, doch, hier, Veni Vidi Vici. Kann ich singen. Mein, das Nubia-Theme ist, finde ich auch ganz gut. Das ist eine gute Frage. Ja, das mit diesen Pausen, das ist schon nervig, ne? Ja, ich würde sagen, aber Siegreich hat's vergeigt, darf nicht mehr rein, passt. Also das ist für mich ganz eindeutig. Nee, es lassen drin. Nein, lass mich drehen. Ich meine, ich bin auch rausgeflogen. Also kann ich. Sonst würde ich vielleicht auch sagen, hey. Alter, mein Thronerbe und Sohn hat einfach zwei Bastarde gezeugt. Zwei illegitimierte Du Bastarde. kannst dich auch legitimieren, einfach nur für ein bisschen Prestige, wenn du willst. Ja, stimmt. Stimmt, 150 nur, nice. Food for thought. Diplomatie. Das sind beides Mädels. Die kann ich aber dann verheiraten mit dem Königreich Alva und somit. Oh, nice. Ja. Ich meine, wir hätten immer noch keine Chance, aber. Egal. Ist das Lied von den Zulu? Ah, da habe ich noch keine Was Ahnung passiert von. eigentlich in Europa gerade? Weiß das einer? Nicht so wirklich. Was machen die Nordmänner? Irgendwie. Ich glaube, die bekämpfen sich gegenseitig. Also, eher gegenseitig, anstatt und nach da unten irgendwie. Okay, es gäb tatsächlich in Civ 6 auch ein Vokallied aus Afrika, aber ich kann das nicht singen. Das ist nicht Englisch. Sing. Sing. Los, sing. Ist egal. Es hat keine Untertitel. Egal, sing. Gib dein Bestes. Das ist das Zulu-Theme. Ja dann, hau rein. Will jemand anderes versuchen? Nein, Ich kenn's aber nicht. mach. Ah, yeah. Sehr gut. Das klingt eher nach Österreich, weil der Rehiti. Servus, Christi. Oh, Aber nein. das Schottland kennt ihr. Ja, es kommt bei Sif auch immer. Ich Ey. danke dir, ich danke dir Das sowas von. Schottland Das habe ich mal einen ist. ganzen Monat lang die ganze Zeit gepfiffen. Jetzt habe ich diese Scheiße wieder mal gepfiffen. Ja. Du bist echt ein Arsch, weißt du das? Scheiße. Aber Oh. das Lied ist gut. Scotland the Brave. Ja. Ist einmal durch. Ich schwöre dir, aber das hört jetzt nicht mehr auf. Ja,
Ich finde das bei was anderem, aber das ist auch nicht besser. Ich habe jetzt Herr der Ringe Theme im Kopf. Ja, so wunderschön. Was man in so einer Pause nicht alles machen kann, hey. Wahnsinn, Wahnsinn, du. Ich hole gleich meine Gitarre, Alter, und gebe wirklich einen so besten. Ja, ich habe da so eine geile Roleplay-Idee eigentlich für meinen Spieler, der ist wahnsinnig. Da kann man ja A, dieses komische Ding aus Glas bekommen, das wäre ultra geil. Aber was ich mir überlegt habe, ist, mit dem könnte ich ja den Glauben reformieren. Denn ich hatte einen Traum, der Erlöser, Oberhog und Mammuto der Göttliche, der außerdem eine Hexe ist, träumte nachts von der Schlange Bidai, doch die Schlange verwandelte sich und entpuppte sich als Wurm. Und eigentlich sollte diese ganze Kultur nun dem freundlichen Kopfwurm unterliegen, denn man hörte von ihm und der gute Fama Kalabi, mein Spielererbe, man sagt, der freundliche Kopfwurm sei bereits auch in ihm. Es ist nur noch nicht offiziell. Wer weiß, sind wieder alle da. Wer weiß, was passiert. Let's go! Also ich finde schon, dass mein Wappen sieht schon aus wie ein Wurm eher. Also ja, Schlange, ja, ich weiß nicht. Es ist eher ein Wurm. Es geht wieder los. Ja, oder eine Locke, ja, so irgendwas. Es sieht eher nach Wurm aus. Es geht wieder los, weiter. Ja, alles gut. Was ist Ali in ihm? Und da leckt's wieder. Mann. Das war aber Zuschauer, Teddyplay. Oh gut. Ah, okay. Das ist nicht so schlimm. Gott ist nicht so wichtig. Oh, jetzt wieder Pause. Ja, der hat noch kurz pausiert, weißt du. Ja, der ist rausgeflogen, dann macht er immer. Oh, jetzt müsste es gleich weitergehen, hoffentlich. Ja, ja. Geht's auch. Yggdrasil und Byzanz haben irgendwas am Laufen, wenn ihr mal in Weltnachrichten schaut. Yggdrasil und alle treuen Versalen des Flülkir Sumalidiran Knarsen haben sich für 10 Jahre 1015 bis 1025 verschrieben, dem großen byzantischen Kaiserreich ein Zeitalter der Ruhe ohne Überfälle zu gewähren. Der große Basileus Pyrrhos versicherte alles Zeichen seiner Dankbarkeit, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Pracht von Konstantinopel und die Prestige der Varegagarde zu bewahren. Scheiße, was ist das? Okay. Also da geht's aber nur darum, dass sie ihn jetzt nicht überfallen, weil was die können ja plündern. Ja. Damit er mal in Ruhe den Krieg beenden kann wahrscheinlich. Ja. Weil Byzanz hat gerade echt enorme Probleme. Ja. Auf die wurde die ganze Zeit nur eingebasht, eigentlich. Jetzt letztes Mal, glaube ich. Aber ich glaube, wenn sie sich dann mal wieder auf die Beine kriegen und das Phoenix Empire nicht mehr so absurd viele Truppen hat und wird es dann aber sieden, dann könnten sie was zurückerobern. Schauen wir mal. Aber ich meine, sie haben ja theoretisch auch viele Ländereien, ne? Ist ja wahrscheinlich einfach nur sehr viel davon. Ist nichts zu gebrauchen, weil zentralasiatische Steppe. Ja. Ich sag mal so, die Vasallen von dem byzantinischen Reich sind auch totale Scheiße. Wenn ich da sowas, was ist das? Saporschia, ja, der ganze nördliche Bereich. 7.500 Truppen. Es ist ein Stamm. Ja. Kann er nicht feudal werden, wahrscheinlich weil Khazar nicht genug. Doch, Khazar. Ja, gerade wenn er Stamm ist, warum hat er nur 7.500 Truppen? Als Stamm? Vielleicht hat er.
Vasallen. Vielleicht, weil er gerade. Er hat feudale Vasallen. Ah, okay. Vasallen. Ja. Das heißt, er sollte wirklich feudal werden. Ah, oh, da kann er doch trotzdem die Verträge regeln mit den Vasallen. Ja. Warum. Warum habe ich eigentlich viel Geld, wenig Truppen? Genau das habe ich ja gesagt. Solltest du dir mal anschauen. Ich wäre mit einem normalen Truppenaufgebot in Ordnung, solange ich dafür weniger Steuern zahlen müsste. Also am liebsten wäre mir natürlich das und dazu noch ein Marsch. Was für ein Ding? Marsch, also Mark. Mark, ja Mark. Da hatte ich mir eh überlegt, ob ich dir irgendwas davon geben wollen sollen würde. Also ich meine, das Palatinat wäre natürlich auch interessant. Was für ein Ding? Das Palatinat, aber das haben wir das. Was ist das? Das rechts davon. Und wie Pfalz. Heißt das? Pfalz. Kann ich dir nicht geben. Wir brauchen Gott. Ja, wir haben die nicht. Ich kann dir nur Mark geben. Also wäre eigentlich vielleicht sogar ganz gute Idee, das Ganze vielleicht so zu belassen, wie sie jetzt ist. Und dann gebe ich dir Mark. Genau, weil ich werde ja sowieso weniger Steuern zahlen. Genau. Ja, das können wir gerne machen. Kann ich nur jetzt nicht machen und dafür musst du sterben. Weil ich habe das schon mal. Oder du musst sterben. Ja. Nein, du musst sterben. Stimmt, ich muss sterben. Aber ich habe es erstmal noch nicht vor. Aber dann muss ich mich auch auf dich verlassen können, dass du mir nicht in den Rücken fällst. Wenn ich dir das gebe. Meinetwegen können wir dann auch noch meine Truppenaufgebot erhöhen, oder nee, ich glaube, habe ich dann überhaupt noch ein Truppenaufgebot, wenn ich im Markt bin? Ja, hast du. Das macht ja. Solange Marktbande für ihn gelten, wird der Vasall einen Bonus auf seine Aufgebot und seine Verteidigung erhalten. Dafür zahlt er 50% weniger Steuern. Das heißt, du kriegst mehr Truppen, dafür krieg ich natürlich aber auch mehr Truppen, weil umso mehr du hast, umso mehr gibst du dann auch ab. Ja. Dann würde es tatsächlich Sinn machen, wenn wir es doch wieder austauschen, dass du normal machst, weil dann kriege ich 25% deiner Aufgebote. Dann würde ich aber weniger Steuern zahlen wollen. Ja, genau. Also beides normal und Mark. Okay. Wie viel Geld ich dann machen werde, wahrscheinlich. Ja, relativ viel, ja. Wie viel Geld machst du ja gerade weniger als ich? Ja, ja. Und ich zahle dir wie viel? Ich bekomme von dir, kann ich dir sagen. 6,4, genau. Und ich bekomme 960 Aufgebote von dir. Wo kann man denn das nachgucken? Das sehe ich. Wenn ich in meinen Vasallen gucke. Du kannst auch. Wenn du auf Reich gehst und dann auf Vasallen, dann siehst du, wie viel du bekommst. Da siehst du auch, welche Vasallenbande geändert werden können und welche nicht. Ich darf hier einen Anschluss da drauf, das ist nach der Tyrannie. Was hast du denn vor? Ich habe einen Titel entzogen von einem meiner Vasallen. Achso. Ja, das ist immer ein Akt der Tyrannei. Außer er ist ein Verbrecher. Ich habe einen. Das ist egal. Titel entziehen ist immer Tyrannei. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast mit der Schlacht, mit dem Krieg. Der Typ hat einfach 9000 Kriegerordensoldaten angeworben. Fuck. Kataphrakte. Heftig. Ach du wieso? Moment, kann ich meine Erbfolge? Du bist am Verlieren, da, ne? Präferenz. Nein, ich gewinne gerade. Ja, sicher. Ich gewinne gerade. Er hat nur extrem viele Soldaten, aber ich gewinne gerade, das ist das Gute. Unterschätzt diese Soldaten nicht. Ich habe sie einmal unterschätzt. Du hast kein zweites Mal. Ich würde gerne Titel an meine Erben weitergeben, aber ich kann nur Titel an Männer vergeben und meine Erben an Frauen. Wieso? Ja, nice. Aber das Nubia, nee, das Mani-Theme von Civ 6 ist auch ganz gut.
Also ich wäre ja dafür, dass ich Ben in meinem Glauben nicht offenbart. So. Hm. Na gut, jetzt kann ich dann doch noch einen Drittel mehr halten, wenn ich meinen Mann auch tatsächlich für seine Verwaltung einsetze. Weil er hat eine heilige Stätte bei sich. Ausgerechnet jetzt stirbt mein Arzt. Super. Oh, verdammt, ich hab was gemacht und nicht gesehen, dass das auf Pause war. Ach. Was ist denn jetzt schon wieder mit Pause, ey? Martha ist das Problem. Ja, wer ist es? Bö. Sehen wir gleich. Um Herzogtümer in Königstitel einzugliedern, brauche ich das komplette Herzogtum, oder? Ja. Okay. Königreiche gilt dasselbe. Ja. Alter, was? Also jetzt... Schon wieder durch Martha. Wer ist dieser Martha? Wo ist keine der? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ah, da ist in Byzanz. Ah, Ungarn. Achso, Ungarn ist da, ja. Muss der Titel vergeben? Warum? Ist Bayern ja, eigentlich... Wahrscheinlich weil, weil der Titel erhalten hat, die abgeben muss. Geht weiter! Was? Nein! Was ist denn jetzt schon wieder? Was für eine Scheiße. Langweilig, ey. Ja. Ah! Tschüss! Jetzt wurde er ausgeschlossen. Aber jetzt lass weiter. Genau. Sehr genau. Schön. Meine Güte. Also kann's laufen. Wer den ganzen Betrieb aufhält, der wird halt geschmissen. Tschüss. Ja, so ist das Leben. Das typische alte Lied bei Vasallen, erstmal alles runterzuschrauben, was sie dir geben müssen und ihnen gute Kriegssachen zu erlauben. Einfach nur, damit man ihnen besser Titel entziehen kann. Mhm. Boah, ich habe Insignien bekommen, die berühmt sind. Geil. Halten 100 Jahre. Geil. Kann man ja auch noch reparieren, ne? Was kann man die? Kann man auch reparieren, wenn sie alt werden. Ja, ich weiß. Trotzdem. Weiß jemand von euch, nach wie vielen Jahren man Raten frei bekommt? Keine Ahnung. Was? Ab wann man was frei bekommt? Ja, du bekommst eine Katze und kurz darauf bekommst du Raten frei. Ah, was lag schon wieder? Ah. Das war nur kurz. Ich bin im Baum drin, darum vielleicht. Ja, da musst du aufpassen, in den Baum darfst du irgendwann immer reinklicken. Ich glaube, noch nicht so groß. Außerdem wird er jedes Mal verkleinert, wenn du stirbst. Ja, aber es ist krasser. So, meine Frau ist tot. Vielleicht sollten wir es mit den Bäumen so machen, dass man quasi nicht einfach nur aufklappen, sondern quasi eine Generation weiter oben aufklappen und dann alle Kinder runter eingeklappt sind. Ja, das ist quasi richtig. Oder durchnavigiert. Die verstorben sind, einfach weg. Das bin ich momentan am Prüfen. Hab hier ein paar, was? Das ist ein Söldnertrupp. Huch. Ich habe meine Familie in einem Söldnertrupp. Okay. Hauptmann Ede. Was ist denn los? Sind aber schon Kinder. Pause? Ja. Schon wieder. Ja, stimmt. Ach. Ah, ist die Pause die große? Nein, die wird langsam leider laufen normalerweise. So. Jetzt joint der Typ. Ist er wohl wieder rein, oder? Ja, der Matter kommt wahrscheinlich wieder, gehe ich von aus. Ja, der Matter kommt gleich wieder rein. Also so wie es gerade aussieht. Ah, meine Fraktion hat sich abgelöst. Ist doch schön. Es bleibt nur noch eine Fraktion zu killen. Meine Frau ist tot, aber ich will, glaube ich, nicht nochmal heiraten. Ich will nicht Gefahr laufen, noch ein Kind zu bekommen.
Ja, der Erbe, das kennt doch. Darfst du nicht einfach, musst du mit den Göttern reden. Mhm. Ach, scheiße. Wie stehen eigentlich die afrikanischen Götter gegenüber den Göttern? Ich meine wir, wie auch immer. Bitte was? Wie stehen wir eigentlich gegenüber den Göttern, wir als Afrika? Sehr neutral, die Götter hatten bisher noch nicht wirklich viel mit uns zu tun, glaube ich. Also grundsätzlich könnten wir ja eigentlich auch die Götter rufen, falls wir Hilfe brauchen. Brauchen wir Hilfe? Nein, noch nicht, aber das ist nur so eine Überlegung. Weil du kannst ja zu einem Gott beten, das heißt, theoretisch gesehen könnten wir ja dann hochgehen zu den Göttern, sie anbeten, anhimmeln, ihnen ein Geschenk schicken, was auch immer. Obwohl sie nicht spielen, metaphorisch. Und dementsprechend Hilfe erhalten von den Göttern. Dann kommt vielleicht Thor oder Odin oder was auch immer da für ein Umpa-Lumpa-Gott. Ne, wir sind ja nicht im Norden. Thor, Odin oder Umpa-Lumpa. Dann nehme ich lieber Umpa-Lumpa. Der nordische Pantheon. Thor, Odin, Umpa Lumpa. Und es ist die einzige Frau. Ne, das wäre sicher Lala. Umpa Lumpa mit Lala. Immer diese kleinen Eingrafschaft unabhängigen Länder, die irgendwo noch rumfliegen. Ja. Ich müsste eigentlich auch meinen Süden mal aufräumen da unten, ne? Ja. Ja, das wäre auch eine Quelle für Macht. Ja. Ja, ich will jetzt erstmal gucken, dass ich ein komplettes Herzogtum wieder zusammen habe, damit ich das eingliedere in meinen Königstitel zumindest. Ja. Und dann mache ich doch erstmal heute. Kannst du das noch machen? Dann dachte man kann nur in seinen Haupttitel eingliedern. Nein, das geht auch. Echt? Oh. Glaube ich zumindest. Also ich hoffe es zumindest. Werd mal dann sehen. Weil es wird einfach nur der Schulteil von deinem Kaiserreich. Man kann nur in seinen Haupttitel eingliedern. Ja, okay. Gut, nee, dann geht das nicht. Ja, ich versuche gerade 30 Jahre, muss noch 30 Jahre warten, damit ich das Herzogtum von Baklin in meinen Haupttitel eingliedern kann. Wie mit dem König Ungarns besprochen, Mata, werde ich im Laufe des Jahres 1019 einen Krieg um die ungarische Enklave in Polen erklären. Ich bitte dann um die eigenständige Kapitulation. Wahrscheinlich einen Kaiser von Byzanz. Nein, Ungarn. Es ist der Kaiser von Byzanz, der Lehnsherr von Ungarn ist. Wie sich Bayern einfach treu bleibt, ne? Wie sich einfach treu bleibt? Ja, die werden aber langsam auseinandergenommen. Steiermark wird jetzt gleich. Entweder Yggdrasil oder. Nee, das Kaiserreich hilft vielleicht Bayern. Wobei Bayern hat sich ja losgelöst. Nee, Bayern war schon immer alleine. Wie jetzt Irland? Echt jetzt? Ach, interessant, dass Venedig nicht im Weströmischen Reich drin ist. Passt's ja, weil Venedig hat ja irgendwie schon immer was Eigenes gemacht. Jure können sie, glaube ich, zum Byzantinischen Kaiserreich.